Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Insane Baby Challenge und das ist Part Nummer 6. Ich bin ein bisschen verschwitzt, weil ich bin frisch aus dem Urlaub und ich habe mich einfach nur nicht ans warme Wetter gewöhnt wieder, weil in Norwegen war es richtig schön kühl und ich schwitze jetzt. Aber das macht gar nichts, ich habe gerade die Klimaanlage angemacht. Es wird also bald wieder besser und ich freue mich jetzt mega, dass wir heute die Insane Baby Challenge weiterspielen. Ihr werdet jetzt an der Seite von den ganzen Twitch-Zuschauern live, die live dabei sind, begrüßt. Und das Gleiche machen wir jetzt auch noch rückwirkend. Das heißt, wir werden jetzt die Kommentare anschauen von vor 12 Tagen. Ich weiß, es ist schon ewig her, aber natürlich wollen wir die Kommentare trotzdem lesen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Und ja, schauen wir mal, was ihr alles geschrieben habt. Und dann mache ich euch natürlich nochmal eine Zusammenfassung von der letzten Challenge, vom letzten Insane Baby Stream, weil es, wie gesagt, sehr, sehr spannend war und viel passiert ist. Ich mache jetzt einmal die Kommentare an. Evola. So, im letzten Stream ist Folgendes passiert, meine Lieben. Ich mache euch gleich die Zusammenfassung, weil dadurch machen die Kommentare dann wahrscheinlich auch wieder mehr Sinn für euch, weil ich musste mich auch erstmal wieder reindenken. Es ist so, dass wir im letzten Stream rausgefunden haben, dass unsere liebe Ella tatsächlich bei ihrem ersten Mal mit Raoul schwanger wurde. Raoul ist der Sohn der Oberbürgermeisterin aus Hanford-on-Bagley und seine Mom ist, ich sag mal, anders. Sie ist ein bisschen kompliziert, sie ist ein bisschen anstrengend vielleicht auch, kann man sagen. Und sie liebt ihren Sohn über alles, das steht gar nicht zur Debatte. Und sie mag auch Ella ganz gerne, aber sie befürwortet Ella auch ganz gerne. Und ja, Ella ist halt eben jetzt schwanger geworden von Raoul. Sie hatten ihr erstes Techtelmechtel, sind zum Arzt. Sie konnte es gar nicht glauben, dass es so ist. Ella ist an sich ein familienfreundlicher Sim und sie wird auch gerne Kinder haben wollen. Nur sie hat nicht damit gerechnet, dass es so bald passiert. Wir auch nicht. Ein bisschen schon, aber naja. Und jetzt ist es halt eben soweit, dass sie schwanger wurde von Raoul. Die beiden waren auch schon beim Ultraschall. Es wird ein Baby. Alle waren so, ich hätte gerne Mehrlinge gehabt. Aber wir freuen uns sehr über dieses eine Baby. Das wird ja nicht das letzte sein. Und wir werden vielleicht in diesem Part schon umziehen. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen es mal auf uns zukommen, wie sich die Story entwickelt. Weil ich würde so gerne, ich liebe Knödel und Champignons, das war so lecker, Sarini. Und ich würde gerne mal schauen, wie wir, sie hat halt alte Werte, die liebe Mutti. Das ist korrekt. Albtraum-Schwiegermutter, jupp. Ist schwierig. Genau, und wir haben Ellas Mom schon gesagt, dass wir schwanger sind. Wir waren dort und sie war dann auch so, ja, hey, macht schon Sinn, dass ihr beiden jetzt zusammenzieht. Also auch sie möchte, dass Ella versorgt ist von Raoul und möchte, dass sie gerne zusammenziehen. Ein Baby macht doch mehr als genug Arbeit, langt völlig. Ja, sehe ich auch so. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt gehen wir mal die Kommentare durch. Ist meiner Teenagerin auch passiert. Direkt beim ersten Mal ein Volltreffer. Wie cool. Das finde ich halt auch so schön bei Sims. So, dass es halt passieren kann, muss halt aber nicht. Es kann auch sein, dass es nicht passiert. Sehr cool, dass es bei dir auch direkt geklappt hat. Vor allem in dieser Challenge. Das ist natürlich wichtig, weil es eine Baby-Challenge, ne? Macht schon Sinn, dass die viel und schnell schwanger werden. So, wartet, ich muss nochmal rüberrutschen hier. So. Okay. Dann hat Katja geschrieben, Hallöchen Twitch und Hallöchen Sandri. Jetzt muss ich den Stream leider doch nachschauen. Das macht nichts, dafür lade ich es ja hoch. Freue mich sehr, dass du es nachgeschaut hast. Hallöchen Twitch und Sandri, toller Part. Ich bin schon gespannt aufs Geschlecht, ich auch. Finde es aber ganz cool, dass wir uns überraschen lassen. Ja, finde ich auch, darauf freue ich mich auch, weil unsere Ella hat jetzt ganz andere Sachen im Kopf, als irgendwie sich darum zu kümmern, das Geschlecht zu erfahren. Also sie weiß jetzt auch noch nicht so genau, ob sie zu diesen ganzen Kursen geht, zu denen ihre Mom sie schicken will, aber wir lassen einfach mal die Geburt auf uns zukommen. Dafür haben wir uns alles andere hier spoilern lassen. Und Sven schreibt, Hallöchen, ich bin total gespannt aufs Geschlecht, same. Silke schreibt, Hallöchen Twitch, ich habe den Stream das erste Mal live verpasst, live gesehen und konnte nichts in den Chat schreiben, weil ich über die Website geguckt habe, weil ich zu jung bin für die Twitch-App. Aber das finde ich voll in Ordnung, Silke, und ich finde es ganz, ganz wundervoll, dass du hier auf YouTube da bist. Und auch nochmal ganz kurz die Info an alle, die jetzt gerade ohne Account zuhören oder die das jetzt über YouTube nachschauen. Twitch ist ab 13. Falls ihr unter 13 seid und einen Account habt und hier im Chat schreibt, ich möchte es nicht wissen. Schreibt bitte nicht, hey, ich bin 12, weil das ist gegen die Regeln und ich müsste euren Account bannen halt, damit ihr nicht mehr zuschauen könnt. Das ist leider immer blöd, aber das sind halt die Regeln. Mir ist es halt aber, wenn ich es nicht weiß, dann macht es mich nicht heiß. Also wenn ihr jetzt im Twitch-Chat schreibt und ihr seid unter 13, dann ist es mir ja egal, aber bitte schreibt es dann halt nicht. Auf YouTube ist es ja ganz anders. Also auf YouTube könnt ihr auch immer in den Chat schreiben. Ich würde halt generell, wenn ihr so schlau wart und euch einen Account gemacht habt, obwohl ihr jünger seid und die Richtlinien ignoriert habt, dann sagt es bitte halt niemandem, weil das ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? Generell ist Twitch ab 13, also macht euch bitte auch erst einen Account, wenn ihr 13 Jahre alt seid, weil das sind die Regeln halt. Und also haltet euch im besten Fall auch dran. Und falls es euch halt ärgert, dass ihr
nicht live im Chat schreiben könnt, nutzt einfach die YouTube-Plattform. Ab wie vielen Jahren darf man sich einen YouTube-Account machen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Auch ab 13. Okay, YouTube darf man auch erst mit 13 Jahren an sich einen Account erstellen, aber auf YouTube nutzen ja auch viele den Account ihrer Eltern. Also ihr dürft natürlich trotzdem auch, falls eure Eltern das erlauben und ihr einen Account habt, auch über den Account eurer Eltern natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr das möchtet, ne? Also nur damit ihr das wisst, beide Accounts, also YouTube sowie auch Twitch, sind ab 13, aber ihr dürft auch gerne den YouTube kostenlos den Chat nutzen, um mit mir zu schreiben oder mit uns zu schreiben. Dafür müsst ihr euch nicht extra... YouTube Kids hat meine Tochter. Jenny, kann man sich bei YouTube Kids auch auch Kommentare schreiben? Das ist ja spannend. Oder sind dann wahrscheinlich der Content auch eingeschränkt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, okay, aber schön, Silke, dass du über YouTube zuschauen kannst. Das freut mich. Und genau, erstell dir bitte keinen Twitch-Account, weil es nicht erlaubt, ne? Ist nicht erlaubt. Und Kreativschnuffel, Hallöchen. Hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Ich hatte einen schönen Urlaub und schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest auch eine schöne Zeit. Discord ist, by the way, ab 16. Flauschigste Hallöchen. Ah, was? Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Aber finde ich eigentlich auch richtig. Also ich... Es hat ja seine Gründe, ne? Und Miss Simsi, Hallöchen. Oh mein Gott, Lena! Oh, ich wollte schon zweimal die Rika vorhin fragen, wegen dem Gamescom-Ticket, wie sie das damals gemacht hat. Rika, falls du das noch weißt, wie hast du das gemacht mit dem Gamescom-Ticket nochmal? Hast du das am Tag am Schalter gekauft oder wie war das nochmal? Schön, dass du da bist, Lena. Ich freue mich, dass du reinschaust. War super schön, war einfach super schön. Theo hat auch YouTube Kids, aber weiß nicht, ob man da generell Let's Plays schauen kann und so kommentieren, glaube ich nicht. Ist eingeschränkt. Okay, spannend. Danke für die Info. Hat mich jetzt interessiert. Finde ich gut. Mit Simsi habe ich Hallo gesagt, ne? Ja, mhm. Okay. Bin gespannt, ob es Mädchen oder Jungen wird. Same. Kannst du mich bitte grüßen? Christine, ich grüße jeden, der in die Kommentare schreibt. Also du kannst einfach das nächste Mal einen Kommentar schreiben, wie zum Beispiel. Ich bin gespannt, welches Geschlecht das Baby haben wird. Egal wie. Da freue ich mich dann drauf. Videos kann man ja auch ohne Account schon. Ja, das stimmt. Nur nicht kommentieren halt, ne? Und Simterior, Hallöchen. Der Account des Sohnes eines Freundes wurde kürzlich gebannt auf Discord. Sonst wüsste ich auch nicht. Eure Urlaubsstories waren super schön. Fast als wäre man selbst. Oh, das freut mich. Schön, dass ich euch da ein bisschen mitnehmen konnte. Grüße, du Urlaubsort. Ja, hallo Lilly, du bist ja auch da. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr heile wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Urlaub. Hatten wir. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub und vor allen Dingen hatten wir einen sehr ruhigen Urlaub. Es war nicht nur still im Sinne von still, sondern es war auch sehr ruhig. Es war perfekt. Du bist eine Arbeitslili. Wie lange musst du heute, Lili? War ein bisschen langweilig ohne dich. Oh, ich freue mich, dass ich euch gefehlt habe. Fahren am Freitag in den Urlaub. Wie lange, Kreativschnuffel? Ach krass, Lena. Okay. Okay, oh, ich hoffe, das klappt, ne? Und Evi, Hallöchen. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Hallöchen. Wir machen weiter mit den Kommentaren, dass wir gleich ins Spiel starten können. Kleine Bi schreibt, hi Sandri und Fussel, was für ein genialer Part, ich musste so oft lachen, deine Dialoge sind Hammer, thank you. Freue mich auf die nächsten Parts, thank you, liebe Grüße zurück. Und Enominea schreibt, schöner Part, ich weiß ein Geheimnis über Lavina. Oh, wir haben den Tee hier, pass auf. Nee, im Ernst, es ist ja überall zu lesen, aber könntest du ja eventuell mit einbauen. Und zwar hatte Lavina wohl eine Affäre mit Rami Watson, wodurch die Ehe der Watsons etwas kriselte. Gehst du am Anfang in die Watson-Familie rein, siehst du, das Verhältnis zwischen Rami und ihrem Mann nicht die beste ist. Oha! Leute! Warte mal, Lavina ist die Mutter von Ravi, gell? Von Raoul, oder? Lavina ist die Mutter von Raoul. Oh, das ist ja ein Tee. Oh, diese kleine Gaunerin, du, hat die da eine Affäre gehabt, du. Mit einem verheirateten Mann. So, so. Und uns will sie was sagen, dass wir schwanger geworden sind, ne? Leider bis 21:30 Uhr, so lange heute, okay. Ja, viel Erfolg dir, Girl. Ruh dich ein bisschen aus, wenn du daheim bist. Und ich hoffe, dass du einen guten Feierabend haben wirst. Und ich freue mich voll, wenn du morgen reinschaust. Morgen schauen wir in Palia rein. Bin mal sehr gespannt, wie es wird. Time-Tournee. Ich glaube nicht. Nee, ich glaub nicht. Oh, Ace. Ja, ja. Lena muss nur Ace noch erzählen. Und Paulina schreibt, halt Twitch, weißt du zufällig, woher Ellas Top beim Schlafen-Outfit her ist? Ich habe es in einem Wiki nicht gefunden. Es sind auch nicht alle Klamottenteile verlinkt. Aber wenn mich der liebe Twitch-Chat gleich nochmal erinnert, dass ich mir Ellas Top beim Schlafen anschaue, dann sage ich dir das. Falls ihr mich, ihr könnt ja mich erinnern, ich vergesse das nämlich sonst.
Es gibt einen Bug, der entsteht, wenn man im Apartment lebt. Wahrscheinlich löst das die Last Exception aus. Das glaube ich auch, ja. Dagegen kann man leider nichts machen. Schade, ne? Weil es echt nervig. Ihr Mann ist Thomas, oder? Rami ist doch eine Frau, oder? Ja, Rami ist eine Frau, genau. Oh, ich weiß nicht, ob Thomas ihr Mann ist. Ich nicht. Aber Rami ist, glaube ich, eine Frau, ja. Erhöhte Wettertante. Ich weiß nicht, Werttante. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und Hannah, Hallöchen. Ich liebe diese Challenge. Freue mich schon aufs Baby und mehrere. Ja, wir werden mal gucken. Also jetzt erstmal eins und dann gucken wir mal, was noch kommt. Und Muffin schreibt Hallöchen. Und Kelly schreibt, liebe deine Videos, thank you. Und Pustefix schreibt, hallo Sandri, bin erst vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen und ich finde deine Videos echt super. Vielen Dank. Ist eine Mischung aus Storytelling und Gameplay. Eine tolle Mischung aus Storytelling und Gameplay. Danke auch, dass du die Streams auf YouTube hochlädst. Ich habe einen kleinen Sohn und kann die Videos nur in Etappen nachschauen, wenn er schläft. Da ist YouTube echt super. Oh Mann, wie schön. Ich freue mich voll, dass ich dir so ein bisschen den Feierabend bzw. den mamafreien Abend versüßen kann. Freut mich total zu hören. Oder den Papa-Freien, das weiß ich jetzt natürlich nicht genau, ne? Egal wie, den Eltern-Freien, den Kinder... Ach, du weißt schon, was ich meine, den Kinderfreien Abend. Ja, voll schön, dass du meine Videos schaust und meinen Kanal gefunden hast. Thank you. Kannst die Kontrolle der Sims deaktivieren, wenn du aufs Freundesmenü und den Sim gehst? Aktionen Sim nicht mehr steuern. Ja, aber das weiß ich. Mache ich doch immer so. Ach so, du meinst... Ah, unten über die Kontakte, das good to know. Das wusste ich nicht. Die Dialoge sind Oscar-reif. Hey. Yeah, thank you. Nicole schreibt, Hallöchen, liebe deine Videos, dankeschön. Und Nathalie schreibt, Hallöchen, liebe Sandrin, liebe Twitch, das war einfach ein richtig cooler Part. Ich habe wieder einfach was ganz anderes gelesen, was da steht. Ich liebe es, wenn du den Sims deine Stimme leihst. Die Idee, erstmal im Apartment zu bleiben, finde ich gut. Und wenn alle zusammendrücken, dann ist die große Familie... Stimmt. Wir haben gesagt, dass wir erstmal noch bleiben, weil es realistischer ist. Und weil die Mama von Raoul uns ja gar nicht gehen lassen würde. Das ist ein good point. A little gremlin, nice to meet you, welcome to the stream. This is a German stream from Germany. Und genau, dass wir gesagt haben, dass wir im Apartment bleiben, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, weil ich vorhin von Umzug gesprochen habe, bleiben wir. Du hast recht, das war nämlich eine super Sache, dass wir erst mit dem Kind, dann mit dem zweiten Kind umziehen. Ich musste so lachen, als es zwischen Ella und Raoul eine Diskussion über die Pille gab. Ja, das war auch ein bisschen wild wieder, ne? Und Nina schreibt noch Hallöchen Twitch und hallo Sandria, Hallöchen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt weiterspielen und ich würde auch sagen, lass uns gar nicht lange... Zappeln, wollte ich gerade sagen. Wackeln, zackeln, diese Dinge tun. Und wir starten rein. Let's go. Das sind wir. Hier, endlich wieder Sims. Wo sind wir? Wo leben wir? Was machen wir? Hier sind wir. Und wir haben eigentlich gar kein Geld. Das ist ein bisschen sad, aber wir werden uns noch Geld aneignen. Fackeln, tackeln, sackeln. Marachen, Hallöchen. Also schreibt auch gerne unter den Stream wieder fleißig eure Kommentare, die wir dann wieder vorlesen können. Gut, Leute. Da ist unsere wirklich super zufriedene Ella-Maus. Ja. Wir haben ja den Part beendet, in dem wir noch im Krankenhaus waren. Und wir sind immer noch im Krankenhaus. So ist es. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Für alle, die das Rauschen im Hintergrund hören, falls ihr es hört, ich höre das nämlich immer in meinen Aufnahmen, also es ist die Klimaanlage, aber es ist hot. Also ich kann es leider wieder nicht abstellen. Aber der Sommer ist ja irgendwann vorbei, dann ist es wieder leiser. So, haben wir auch einen Spielsound oder was ist da los? Ja. Gut, passiert nur gerade nichts. Schön! Also wir haben zweimal Ultraschall gemacht. Wir wissen jetzt einmal, dass es... ja, ein Baby ist und einmal, dass es immer noch ein Baby ist. Und was Ella nicht weiß, ist das Geschlecht des Babys. Und das liegt daran, weil das Baby sich die ganze Zeit versteckt. Es möchte nicht zeigen, welches Geschlecht das Baby hat, ne? Sie möchte es einfach nicht zeigen, das Baby. Und wir gehen nach Hause. Es ist ja auch schon 12 Uhr. Wie weit sind wir überhaupt? White Boy with a Podcast. Sie läuft schon so maximal pregnant. Wie weit ist es denn? Drittes Trimester in 22 Stunden. Haben wir noch ein bisschen Zeit, bis Baby kommt? Wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz, ganz dringend Geld, weil wir können uns nichts kaufen. Unser Haus ist ein bisschen empty und Baby kostet Geld. Haben wir, wir müssen es noch unserer Schwiegermama sagen. Wollen wir das mal hinter uns bringen? Wie sieht's aus? Wie sieht's denn aus? Mittagessen mit der Schwiegermama? In der Öffentlichkeit vielleicht, damit sie nicht ausrasten kann? Fände ich gut. Im Restaurant. Da ist die Gefahr größer, geringer, dass sie ausrastet. Doch. Wir sind gerade in
Sanmai Shuno. Und wir bleiben noch einen Moment hier leben. Es wird dann zwar ein bisschen enger hier, aber das macht nichts, weil bisher ist es noch in Ordnung. Ja. Du darfst es gerne für uns hinter uns bringen. Okay, das ist gut. Und Sarah, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Das macht gar nichts. Ich war doch auch gerade noch im Urlaub. Und Swifty, Hallöchen. War sehr schön gewesen. Aber ich freue mich jetzt auch sehr, wieder hier zu sein. Ella muss schon sitzen, dann sieht man es nicht. Erstmal nicht. Das ist eine gute Idee. Und vielleicht holen wir Ella noch ein neues Outfit. Ihr wolltet ja eh wissen, wie dieses Schlafoutfit ist. Dann gehen wir doch mal in den Kass und geben ihr noch ein anderes Outfit. Oje, oje. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch kaschieren können. Ja, das müssen wir machen, Nie. Die Poster, die Schneekugeln, genau. Das wird gut. Dann können wir uns ein bisschen was leisten wieder. In welchem Apartment? Oh. Das Haus links und dann oben rechts das Apartment. Ich hoffe, das hilft. Hi, Girl. Zeig mal, was du beim Schlafen anhast. Schlafen. Das Oberteil ist von... Ja, I don't know, ne? Sieht man leider nicht. Kann ich dir nicht sagen. Oh, Aqui, hallöchen, einen schönen Feierabend. Deine Streams habe ich so vermisst. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich habe auch schon vorhin gesagt, dass ich es auch vermisst habe zu streamen. Ich musste erstmal wieder gucken, wie das Business funktioniert. Ich war erstmal so, hä? Wie geht die Kamera an und so? Aber hat ja dann doch ganz gut geklappt. Bin ja hier jetzt zum Glück. So, lass uns mal gucken. Wie können... das ist doch gut. Leute, guckt mal. Ich meine, ja, es könnte auch einfach sein, dass sie was richtig Gutes gegessen hat. Ja, das trägt fast zu sehr auf, ne? Hm. Ah, wie ist das? Auch gut, der Rock. Auch gut, guck mal, der Rock. Black Lily meinst du? Okay. Oder die Mutter von Raoul weiß schon von ihrem Sohn wegen der Schwangerschaft und war nicht so begeistert. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Ich weiß noch nicht. Wir gucken jetzt mal. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal bei diesem Rock, weil ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Und es passt auch so ein bisschen gut zu ihrem Stil, weil die hat ja so einen coolen Stil, unser Girl. Ich glaube, das muss ich jetzt auch mal ändern, das Outfit. Irgendwie kann ich es nicht mehr sehen, ne? Ich habe einfach mal eine andere Farbe, hä? Ja. Also... Ey, wobei, das kaschiert ja auch super. Guckt mal. Melli, hallöchen. Das war sehr schön gewesen. Ich bin auch happy, wieder hier zu sein. Ich habe sehr viel Energie getankt und bin jetzt richtig motiviert wieder. Und ja, war aber sehr, sehr schön gewesen. So, so, Melli. So, so. Er war nicht so begeistert, wollte ich schreiben und er ist dann zu seiner Mutter gegangen, weil sie will mit ihm ja nicht unbedingt drüber reden. Mhm. Mit ihr ja nicht unbedingt drüber reden. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Okay, ich finde die Idee gut. Wir werden es nicht der Mutter bei einem Abendessen erzählen, sondern Raoul wird es jetzt seiner Mutter erzählen. Passt mal auf. Passt einmal auf. Außer natürlich, du wolltest dem Dialog dadurch entgehen. Das passiert nicht. Dieser wird trotzdem stattfinden. Kann ich jetzt bitte Sim-Verwaltung spiele diesen Sim? Excuse me, Sim-Cheats maybe? Ach, dann gehe ich halt in Welten verwalten. Ist ja kein Problem für mich, ne? Das ist so krass lang, Mini. Mir kommt es auch noch nicht so lang vor, aber wie du schon sagst, es geht einfach, weil die Zeit so schnell fällt. So, die wohnen nämlich hier. Und jetzt werden wir ein bisschen dialogisieren. Seid ihr bereit für den Dialog? Ich bin bereit. Seid ihr es auch? Ich bin bereit. Meine Stimme ist geölt. Und doch. Doch. Let's go. Wenn er fertig geladen hat, halt, ne? Müssen erst den Ladeprozess kurz abwarten. Naja. Aha. Ob sie sich mal umziehen will. Ob die Mutter jetzt auch mal einen Skin bekommt. Komm, die Mutter bekommt jetzt mal schnell einen Skin. Kann mir nicht mehr angucken.
Kann ich nicht. Kann ich nicht mehr sehen, diesen skinlosen Sim. Das ist doch... In einer Welt vor lauter Skins sieht ein skinloser Sinn einfach sinnlos aus. Wie lief eigentlich dein Stickprojekt? Also mein Strickprojekt lief so semi-gut. Ich hatte sehr viel Spaß, weil ich das zusammen mit meiner Schwiegermama gemacht habe. Die hatte richtig Bock drauf, obwohl sie eigentlich gar nicht die Strickerin ist, hatte sie dann voll Spaß mit. Es hat leider nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also der... Hat sie nur diese Outfits den ganzen Tag an, oder was? Ah. Es ist halt ihr Bürgermeister-Outfit. Genau, dadurch, dass wir halt, wir hatten Schwierigkeiten, das umzusetzen, was wir da hatten, aber es war trotzdem gut. Es war trotzdem gut. Wir hatten Spaß und das ist ja die Hauptsache. Ist sie schon eine Granny eigentlich? Nee, sie ist ja eine Erwachsene. Wieso hat sie eigentlich keinen Namen? Naja. Ja, deswegen, weil sie uns noch eine Weile begleiten wird, brauchen wir jetzt mal einen Skin hier für die Lady. Wir geben ihr... Den da vielleicht? Der sieht doch schön aus. Und eine andere Haarfarbe. Also Strickprojekt nochmal ganz kurz, um es abzuschließen, war ein bisschen schwierig, weil es war zwar für Anfänger, aber ich habe mich gefühlt, als wäre das nicht für Anfänger. Deswegen hatte ich meine Schwierigkeiten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben so ein bisschen vor uns hingedümpelt, sage ich mal, und dafür war es gut. Also das Töpfchen wird niemals fertig, die Kakteen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, was wir ihr für eine Frisur geben. Vielleicht, oh, guck mal, die ist doch toll. Ja, perfekt. Die Mama. Aber das sieht ein bisschen unordentlich aus, das ist nicht ihr Stil, ne? Überraschung, sie sitzt auf der Couch, immer, ne? Und Big Batzen, hallöchen! Also, ich hab, das hier habe ich fertig gelesen, das hat geklappt. Es war sehr spannend, sehr interessant. Dann habe ich noch von Ferdinand von Schirach, von dem habe ich... Schuld gelesen, damit bin ich auch komplett durch gewesen. Während ich das Buch gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass ich die Serie dazu schon geschaut habe. War aber nicht schlimm, habe ich dann einfach trotzdem gelesen. Und die Frisur passt gut zu ihr. Und ich habe, also das habe ich spontan noch mitgenommen und die 1%-Methode habe ich angefangen, aber da bin ich auch noch nicht so weit. Sie sieht aber so, sie sieht irgendwie zu jung aus. Also tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und ich hoffe, dir geht's gut, Max. Aber sie sieht zu jung aus. Ich habe, glaube ich, keinen Skin, der... so eine Mittellinie schiebt, ne? So ein, sie wird langsam älter, Ding. Tinkerbell, du kannst einfach bei Google Insandra eingeben und dann kommst du direkt auf die Website. Oder einfach insandra.com. Dann kommst du auch auf die Website. Ja, wobei dies nicht... Der Skin ist besser, oder? Lass uns das doch mal bitte ohne diesen blöden Hut angucken. Oh. Lady. Ah, der ist doch besser, oder? Na, wobei... Ah, der geht mit der Farbe drunter. Weil ihr Sohn hat ja eher eine kühlere Hautfarbe. Die passt gut. Die passt gut zu ihrer, zu ihrem Sohn und zu ihrer, zum Skin. Sieht viel zu nett aus. Macht vielleicht der Lippenstift, hä? Ich muss die Mundwinkel vielleicht ein bisschen runterziehen. Aber es heißt ja nicht, dass sie nicht nett ist, ne? Sie ist ja, also sie ist ja nett. Sie ist halt nur ein bisschen strange. Aber nett ist sie ja. Aber ist die Frisur streng? Die geht durch als streng, oder? Lucy, hallöchen! Aha. Sie ist halt traditionell. Mhm. Schöne Umschreibung. Oh, nee. Ey, Girl. Ob du deinen Skin behalten willst. Ey! Das geht nicht. Gut. Dann bleiben wir doch dabei. Ja, das ist so super. Das ist super. Gut, haben wir das geklärt. Und Mary habe ich schon Hallo gesagt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. War sehr schön gewesen, Lucy. Ich habe mich sehr gut, sehr gut erholt und habe viel nichts gemacht.
Oh nein, wie ärgerlich, Big Batzen. Welches Spiel ist das? Und wie lange bist du dann im Urlaub? Oh, wie ärgerlich. Und Sams TV, Hallöchen. So, die Mama sitzt da. Raoul Schatz, also jetzt wird's wild, Leute, ne? Also für alle, die Storytelling mit meiner Voice anstrengend finden, dauert einen Moment jetzt, ne? Müsst ihr jetzt durch. Raoul Schatz, kommst du mal bitte zu Mama? Ich möchte mal bitte mit dir sprechen. Raoul. Ja, Mom, ich bin noch da. Was ist denn los? Shelly Baby, Hallöchen. Wieso? Was soll los sein? Schatz, ich seh dir doch an, wenn etwas nicht stimmt. Mom, was meinst du denn? Alles ist doch gut, super. Nein, 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 nein. Du hörst jetzt auf, mir hier was vorzuspielen. Ich sehe dir das an, dass irgendetwas nicht stimmt. Was ist los, Raoul, Schatz? Was ist los? Naja, Mom, also, ich weiß jetzt nicht, Nö, Big Batzen, tut's nicht. Also, hä? Also, ich weiß nicht, welche Werberegeln du meinst, aber tut's nicht. Nö. Also, du kannst ja immer sagen, was du spielst. Ist ja dir überlassen. Weißt du? Also, es würde... Also außerdem sind meine Streams immer alle mit Werbung gekennzeichnet, weil ich ja eigentlich immer über Sims rede und ja einige der Packs gesponsert bekommen habe. Somit muss ich meine Streams ja, also müsste ich theoretisch meine Streams mit Werbung kennzeichnen. Ich sichere mich ja sowieso damit ab, dass ich über Werbung, also selbst wenn ich sage, boah, das Spiel, was du hast, ist richtig geil, kauft euch das alle, dann bin ich ja trotzdem abgesichert, weißt du? Aber dadurch, dass ich von EA ja nicht für dieses Spiel, was du jetzt spielst, bezahlt werde, ist es sowieso wurscht. Wayfinder. Fantasy-Richtung. Warframe. Aha. Ich noch gar nicht gesehen. Aber ist wahrscheinlich wieder nicht mein Genre, ne? Und Sophie, Hallöchen, war sehr schön gewesen. Ich habe mich sehr gut erholt. Und ich hoffe, dass es dir auch gut geht. Okay, genau. So, Obacht, Leute. Ja, Raoul, also, was war denn da auch los mit Ella? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es dem Mädchen nicht so gut geht. Habt ihr etwa gestritten? Nein, Mom, wir haben nicht gestritten. Nee. Ach, sie wirkte mir so aufgebracht beim letzten Mal. Weißt du, ich möchte doch nur, dass du glücklich bist, Raoul. Das ist das Wichtigste für mich, dass du glücklich bist, weil ich war es nicht, ne? Ich war es ja nicht mit deinem Vater. Oh, Mom, das tut mir leid. Ja, bitte wein jetzt nicht. Nein, es ist schon in Ordnung. Es geht heute um dich und ich möchte wissen, was bei dir los ist. Da geht es nicht um mich und meine Befindlichkeiten. Also jetzt, Raoul, erzähl mir doch einmal, was ist los? Naja, Mom, ich eigentlich, also das ist jetzt, ich kann jetzt eigentlich nicht, Ella, ich habe ihr versprochen, also wir... Also das ist, also, vielleicht lernst du mal ihre Mom kennen. Ihre Mutter? Wer ist denn ihre Mutter? Naja, sie heißt, Ayumi Hishitak. Aha, ja, nee, also die kenne ich nicht. Wo wohnt sie denn? NewQuest. NewQuest, diese moderne, nee, also diese Vorstadt, von der man kennt, ich habe da schon gehört von. Da kenne ich den Bürgermeister. Da bin ich mit ihm mal essen gewesen, weil wir hatten so eine Bürgermeisterversammlung und der Bürgermeister war netter. Doch, es war ein netter Mann, aber die Stadt ist mir ein bisschen zu modern. Der hat nichts mehr Traditionelles, weißt du? Da, ja, Hanford ist noch originell, ist traditionell. Weißt du, jeder versteht die Werte und es ist einfach eine Heimat, ne? Ah, es ist eine Heimat. Aber dieses NewQuest, das ist ja ganz neu. Nee, das ist nichts für mich. Da weiß ich nicht, ob man dann... Also nein, nein, nein. Ah, okay. Okay, Big Batzen. Ja, weiß nicht. Aber tut mir natürlich leid, dass der Release sich verschoben hat. Und ich hoffe sehr, dass es bald veröffentlicht wird. Ja. Mit seiner Schürze. Ich finde ihn so süß mit seiner Schürze, ne? Ah, okay. Wo waren wir stehen geblieben? NewQuest. Ja, und du meinst, ich soll die Mutter mal kennenlernen? Ja, doch, unbedingt, Mom. Ich meine, ist es denn so gefestigt mit euch schon? Ja, seid ihr gemeinsam in einem... Also, wie ist es denn eigentlich, Raoul, mit euch beiden? Sollten wir da nochmal über die Verhütung... Mom! Nein, 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 nicht schon wieder! Nein! Ich meine nur, weil eigentlich, Schatz, hatten wir... Naja, eigentlich, du weißt, wie das ist in Hanford. Und dein Vater und ich, wir hatten auch Zeit bis zur Ehe. Wir hatten uns einfach die Zeit gelassen, weißt du? Wir haben erst geheiratet und erst dann sind wir intim. Mom, ich will das wirklich nicht hören. Nein, ich wollte dir doch nur damit sagen, dass man auch warten kann. Eine Ehe ist heutzutage, das ist einfach, das kann man sofort machen. Und dann hält euch nichts mehr auf. Naja, Mom, also du weißt schon, dass deine Ansichten da etwas, naja, anders sind als vielleicht meine. Ich bin jung und attraktiv und, ach, das weiß ich doch, dass du attraktiv bist, Schatz. Sehe ich ja genauso. Und ich bin ja auch, also... Ich hatte ja schon auch eine andere Freundin. Du hattest eine Freundin.
Nein, also nichts Festes natürlich, Mom. Aber ich wollte dir nur sagen, dass dieses Thema mit Sex nach der Ehe für mich eher nicht so zählt. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das heißt, du hattest schon Geschlechtsverkehr? Ja. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Ich hoffe, du hast verhütet, weil diese Geschlechtskrankheiten, die da heutzutage kursieren, man weiß ja nie. Und dann auch noch dieses... Ah nein, also ich bin noch viel zu jung, um eine Oma zu werden. Ja. Okay, Mom. Ja. Schatz, alles in Ordnung? Ja. Doch, ist schon okay, Mom. Nee, also... Pff, Schatz, ich bin wirklich zu jung, um Oma zu werden. Sag mir bitte, dass ihr immer gut aufgepasst habt. Ja, doch. Schatz, wir hatten doch erst einmal. Ach, Gott sei Dank. Das hätte ich jetzt Ella aber auch gar nicht zugetraut, dass sie so eine Herumtreiberin ist, weißt du? Also ein Mädchen, das, naja, leicht zu haben ist. So hätte ich sie auch gar nicht eingeschätzt. Sie ist so ein gutes Mädchen, ein nettes Mädchen, wirklich ein tolles Mädchen. Deswegen, also, nein, gut, dann ist ja alles gut. Dann haben wir das ja geklärt. Ja, nee, also, Mom, wenn wir jetzt schon mal so reden. Misio, Hallöchen, war sehr schön der Urlaub. Ich habe mich sehr gut erholt und ich habe nichts gemacht einfach, außer gelesen. Und Onkel Ia, Hallöchen, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ich glaube, die Frisur von Raoul habe ich im Sisi-Shopping-Video mal gezeigt. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Direkt Panikattacke, ja. Du hattest einen Geschlechtsverkehr. Ja, ja, einen Geschlechtsverkehr. Und Carla, Hallöchen. Nun, okay, also dann haben wir das auch geklärt. Und jetzt wird's hitzig. Naja, Mom, wir waren ja immer ehrlich miteinander, nicht wahr? Das ist mir sehr wichtig, diese Ehrlichkeit zwischen uns, Raoul. Weil du bist mein Baby. Du bist mein Baby. Du bist mein Kind und ich liebe dich über alles. Und das, so habe ich dich erzogen. Ehrlichkeit, ne? Also das ist, was es unsere Beziehung ja auch so besonders macht, weißt du? Seitdem dein Vater einfach gegangen ist, dieser arrogante, dieser, weißt du, er ist einfach gegangen. Es ist einfach dieser, ja, ich möchte jetzt gar nicht auch weiter drüber reden, das ist einfach furchtbar. Aber wir beide haben eine ganz besondere Beziehung, Raoul. Ja, Mom, genau deswegen. Also ich vertraue dir und ich weiß, ich kann mit dir über alles reden, Mom. Und du liebst mich, egal was passiert. Natürlich, Schatz, was denkst du denn? Ja, also vielleicht bin ich, vielleicht ist Ella doch schwanger. Bitte was? Und jetzt rastet sie natürlich komplett aus. Sie brabbelt irgendwelche Wörter vor sich hin und sagt, oh mein Gott, was? Und nein, das kann doch nicht sein. Ihr habt doch nur einmal, hast du gesagt, du hast mich angelogen. Hatte ihr doch mehrmals. Nein, Mom, ich schwöre einmal. Oh mein Gott, aber du bist dir auch ganz, Raoul, du bist dir ganz sicher, dass sie nur mit dir geschlafen hat. Raoul, das kann passieren. Mädchen sind manchmal anders. Dein Vater war auch ganz anders. Dein Vater war anders. Also wenn, du musst dir da sicher sein. Mom, das ist mein Kind. Natürlich bin ich mir sicher. Sie hatte doch auch noch nie. Ha, ob du dir da sicher sein kannst, da bin ich mir nicht sicher. Ich muss erstmal ihre Mutter kennenlernen. Wer ist ihre Mutter nochmal? Arita? Avita? Ayumi. Aha, Ayumi. Ja, doch. Also das müssen wir klären. Ich muss ihre Mutter kennenlernen. Wir müssen ein Gespräch führen. Und ich muss ihre Mutter, ich muss wissen, wie sie ist. Wenn ihre Mutter da auch so ein... Na, ich muss wissen, wer sie ist. Und das Lustige ist ja, Ayumi hatte ja... Also es... Ne? Es gibt ja keinen Vater zu Ella und ihrem Zwillingsbruder, genauso auch zu unserer kleinen Schwester gibt es ja auch keinen Vater so richtig. Das wird Lavina bestimmt nicht gut gefallen und da wird sie bestimmt auch so ein bisschen Krise kriegen. Aber sie sagt jetzt erstmal, Raoul, und du weißt auch, also das ist auch ganz sicher schon, dass sie, war die denn beim Arzt gewesen? War sie überhaupt beim Arzt? Weil so ein Schwangerschaftstest, weißt du, das können erhöhte Werte. Jetzt komme ich schon wieder mit diesen Werten. Das ist auch nicht immer zu 100%. Nee, genau, ja, nee, Mom. Weil der Schwangerschaftstest, der war erst pastellrosa. Wie was? Hä? Was meinst du, Raoul? Naja, doch, der war ganz hell und wir waren uns sicher, das hat nichts zu bedeuten. Und dann ist sie halt doch zum Arzt gegangen, weil sie hatte so ein paar Anzeichen, weißt du? Oh, ja, und dann war es halt so, dass, naja, der schon, also der hat dann da schon ein Baby festgestellt. Oh Gott, wie weit ist sie? Naja, im zweiten Trimester. Zweites Trimester und du erzählst mir erst jetzt davon, was ist denn los? Was ist denn hier los? Raoul, ich dachte, du vertraust mir. Mom, total, natürlich, übel gut vertraue ich dir. Aber du, ey, das war ja auch für mich jetzt selber, ich muss jetzt erstmal klarkommen auf mein Leben. Du, das ist ja für mich auch. Und wann heiratet ihr? Mom, also ich muss jetzt erstmal was? Naja, da muss man jetzt auch heiraten. Wenn ihr jetzt ein Kind gemeinsam bekommt, ist die Heirat, die darf nicht lange dauern. Ja, Mom, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Du machst bitte direkt den Abendessen aus mit der Familie. Ich möchte ihre Mutter kennenlernen, ihren
Zwillingsbruder, wie heißt er doch gleich? Emilio. Den möchte ich natürlich auch kennenlernen. Gibt es da noch jemanden? Einen Vater? Eine Geschwister? Naja, es gibt ja die Mutti und dann gibt es noch eine kleine Schwester. Eine kleine Schwester, natürlich. Die möchte ich auch kennenlernen. Und du kümmerst dich bitte darum, dass wir uns treffen, ja? Ja, Mom. Okay, okay. Geh jetzt auf dein Zimmer. Mom, das ist meine Wohnung. Ja, geh in dein Schlafzimmer, Raoul. Die Mama braucht jetzt hier erstmal ein bisschen Zeit für sich. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Okay. Was soll ich machen in meinem Zimmer? Keine Ahnung. Geh einfach jetzt bitte auf dein Zimmer. Raoul, mir reicht's jetzt. Ich möchte, dass du jetzt den Raum verlässt. Ich muss jetzt erstmal kurz nachdenken. Okay? Okay. Gut. Gut. Haben wir das geklärt? Gut, Leute, haben wir das geklärt. Ach so, vielleicht sagt er ihr trotzdem nochmal, dass er dead wird. Lilly, Hallöchen, willkommen im Stream. Ha, gut, haben wir das geklärt, ne? Und Pathetic Gothic, Hallöchen, willkommen im Stream. Und Fusselfuchs, Hallöchen. Habe ich schon gesagt, dass mein Urlaub sehr schön war? Habe ich schon deine Nachricht gelesen? Und wir steigen auf. Ich muss noch kurz die Nachrichten fertig lesen. Mädchen sind ganz anders. Dein Vater war auch ganz anders. Ja, ich wollte nur sagen, dass, ja, Dinge. Ne? Ich habe, während ich gesagt habe, Mädchen sind ganz anders, dachte ich mir so, boah, wie assi eigentlich, das schon wieder nur auf ein Geschlecht zu schieben. Ne? Deswegen habe ich es auch auf den Vater geschoben. Und Wurzelfuchs, Hallöchen. Hauptsache direkt Vorurteile. Da muss die Tochter schuld sein, doch nicht ihr Sohn. Der Mary, doch nicht ihr geliebter Sohn. Nein! Dass die Mutter keine Blutdruckprobleme hat, frag ich mich, was da los ist. Ach ja, stimmt, mit Pastellrosa, ja. Ist schon ein bisschen lustig, oder? Ich mag's auch gern. Also gerade solche speziellen Charaktere feiere ich, ne? Könnte ich den ganzen Tag sprechen. Könnte ich einfach einen Podcast für aufnehmen. Ich mache einen Lavina-Podcast einfach. Ich liebe diese arroganten Stimmen. Ich liebe ja auch Hazel, die ja so super anders ist. Liebe ich. Tina, Hallöchen. Die Mama braucht jetzt erstmal Ruhe, geh bitte in dein Zimmer, der Arme. Ja, so ist halt, ne? Das macht nichts. Gibt's da noch eine Hochzeit mit Babybauch? Vielleicht, ey. Würde aber eigentlich passen, oder? Ja, Mad Max, tatsächlich sind wir gar nicht durch Stralsund gefahren, sondern nur in die Richtung. Der Zug führte nach Stralsund, so weit mussten wir gar nicht fahren. Ja, das habe ich falsch kommuniziert, weil ich kannte mich nicht aus in dem Land. Deswegen war ich so, hä, wo geht's hin, Stralsund? Aber so weit sind wir gar nicht gefahren, wir sind viel weiter vorne ausgestiegen. Ja. Du hast eine Alienschwangerschaft jetzt, krass. Okay, viel Spaß damit. Und Amirella, Hallöchen. Alienschwangerschaft finde ich natürlich crazy, ey. So, kannst du deiner Mama jetzt auch richtig offiziell sagen, dass du pregnant Daddy wirst? Ich würde gerne der Mama sagen, dass wir pregnant sind. Aber das kann ich irgendwie nicht. Schwangerschaft verkünden? Na gut, super. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach Hause zu unserem Girl. Mal gucken, ob Lavina ihren speziellen, speziellen Partner findet, der ihr so ein bisschen zeigt, dass ihr Sohn besser loslassen sollte. I don't know, auf jeden Fall. I don't know. Aber ja, also das Thema Abendessen steht jetzt an. Wir werden heute Abendessen gehen. Er wird jetzt eine SMS geschrieben haben und geschrieben haben, hey, wir müssen heute Abend essen gehen. Ey, hi. Ja, hi. Was ist los? Du siehst schon wieder beschissen aus. Ey, nein, ist so. Was ist los? Naja, ich wollte dir nur sagen, dass ich... ich muss heute zu einem Abendessen. Was für ein Abendessen? Naja, wir sind eingeladen. Wie wir? Du auch. Ich? Wieso? Naja, Lavina, die Mom von Raoul, möchte sie kennenlernen. Bitte was? Uns? Ja, uns. Oh mein Gott, sie waren nicht in der Schule. Ob wir nochmal zur Schule gehen wollen? Ups. Oh, dann schönen Feierabend, Katie. Und Lost Hope, Hallöchen. Ich habe ganz vergessen, dass wir Schule haben. Upsala. Kann ja mal passieren. Okay, da kam was an. Alles klar, dann schaue ich später. Emilio, geh bitte nochmal duschen, du stinkst. Ey, soll ich mir jetzt auch noch schick machen für die Familie von deinem Typen? Ja, bitte, mir ist es wichtig. Ach, Ella. Ja, das stimmt, Babyface, ne? Wenn die Bürgermeisterin, der Sohn der Bürgermeisterin ein uneheliches Kind bekommt, das könnte schwierig sein, ne? Sehe ich tatsächlich auch so, deswegen werden wir jetzt darüber sprechen müssen. Wahrscheinlich einfach eine schnelle standesamtliche Hochzeit, könnte ich mir vorstellen. Dankeschön für den Insane Train noch.
Eine schnelle standesamtliche Hochzeit. Gesellschaftliches Ereignis planen. Gut, dass die beiden jetzt essen. So. Wir wollen ein Familientreffen machen. Nee. Wir wollen ein Abendessen machen. Das muss ein wichtiges Abendessen sein. Denn Gastgeber ist Ella. Gäste sind Raoul, Emilio, Ayumi, Ella. Achso, nee, sie ist ja eh da. Oh mein Gott, da mit dem hat sie ja geflirtet. Mit Layton und Lavina natürlich. Oh, unsere kleine Schwester können wir auch einladen, gut. Sowas hatten wir, glaube ich, noch nie beim Let's Play. So aufregend. Du meinst, dass wir vor der Hochzeit, vor dem Kinderkrieg noch schnell heiraten? Es wird bestimmt ein sehr entspanntes Abendessen. Bestimmt, Michelle. Wird bestimmt richtig klasse. Das Biest, wir machen so bis 19 Uhr wieder, wie immer, unter der Woche. Ja, genau. Und später dann vielleicht eine schöne Hochzeit. Wir werden ja insgesamt 5-mal heiraten in dieser Challenge. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir dann eben sagen, ja, dass wir das so machen. Das fände ich gar nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh, vielleicht lädt Mom ein in ihr Haus. Ich fand die Idee von Ace gut. Hä? Oh, scheiße, habe ich wieder nicht gesehen, ne? Wo? Wo denn das? Hä, das habe ich gar nicht gelesen. Oh, weißt du wieder, ey. Geht es schon wieder los hier. Hä? Die Nachricht existiert bei mir nicht. Such mal nach Neuigkeiten. Ich habe da keine Nachricht von der Ace. Wo denn? Es würde auch passen, dass sie einen Vaterschaftstest fordert. Ach so. Okay. Hä? Gut, dass ihr mitlest. Aber Lena hat es ja wohl gelesen. Gut, dass ihr auch die Nachrichten lest, Leute. Das finde ich super und das werden wir machen. Das werden wir machen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die beiden Mütter sich jetzt erstmal besprechen und kennenlernen und die Mütter dann den Vaterschaftstest fordern. Dass praktisch Ellas Mom nicht will, dass sie diese komische Frau als Schwiegermutter bekommt, aber auch Raouls Mom nicht möchte, dass diese Familie ein Teil ihrer Familie wird. Wisst ihr, dass die Familien sich praktisch auch so ein bisschen bekriegen? Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich sehe schon die Klatschpresse. Sohn der Bürgermeister von Hanford und Beckley zeugt ein uneheliches Kind. Oh mein Gott, alle haben sich ihr Alltagsoutfit angezogen. Nur Lavina ist schick wie Bolle, ey. Wir ziehen uns dann wohl auch mal um, ne? Lavina, hallo! Ella, hallo Liebes. Naja, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich ja auch so sehr, dass wir uns wiedersehen, doch. Liebes Mädchen, ja, ja. Und sie müssen dann wohl die, also die Mutter sein von Ella, nicht wahr? Ja, hallo. Ich bin Ayumi. Ayumi, okay. Woher kommt dieser Name? Den kenne ich gar nicht. Von meinen Eltern? Achso, nein, ich meinte aus welchem. Ach, egal. Ja, hallo. Gott. Och, schön, Sarah, dass es geklappt hat. Und Nettie, Hallöchen. Mach das. Schön, dass du da bist. Und sie sind, also das ist ihr Haus, ein prächtiges Haus. Doch, schön, doch, doch. Nein, das ist wirklich schön. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich meine, ich habe meinem Sohn auch schon gesagt, dass ich hier ja auch, naja, mal zu so einem Bürgermeisteressen eingeladen war. Und die Häuser hier waren alle so, ach so, vorstadtmäßig, gar nichts Traditionelles. Aber dieses Haus, doch, das ist ganz nett. Es ist ganz nett. Ja, ich finde mein Haus auch sehr schön, danke. Ja, doch. Ich wohne ja in Hanford. Kennen Sie Hanford? Waren Sie schon mal dort? Hanford? Nein, da war ich noch nicht bisher. Ach ja, naja. Ist auf jeden Fall total toll, traditionell, wissen Sie. Und wollen wir nicht reingehen? Ella, unterbrich mich doch bitte nicht, während ich rede. Ja, Ella, also das gehört sich nicht. Entschuldigung? Okay.
Wollen wir schon mal reingehen? Ja. Und das ist Emilio, ihr Sohn. Jetzt ist er gegangen. Okay, Emilio. Und die Kleine, wie heißt sie? Raya. Raya, toller Name. Und die ist noch recht jung, die Kleine, nicht wahr? Ja, genau. Ich bin ja auch noch selbst jung. Aha, sind sie dann sehr jung Mutter geworden wahrscheinlich, nicht wahr? Ja, ich bin relativ jung Mutter geworden. Ja, dann lass uns doch reingehen, genau. Ach, du grüne Neune. Wie geht es jetzt? Wie kann man da jetzt reingehen? Geht es jetzt gar nicht? Doch, natürlich geht es, weil man muss gar nicht auf die Tür klicken. Wir können einfach hierher gehen. Zusammensitzen. Das wird sehr unangenehm, unangenehm, unangenehm. So. Ella, bleiben Sie sitzen, Fräulein. Du bleibst hier sitzen. Sie bleibt hier sitzen. Eine Millisekunde zu spät gedrückt, ne? So. Okay, das ist ein bisschen unangenehm, die Situation jetzt. Oh mein Gott, wie er guckt! Schaut mal! Oh, das ist schon fast Thumbnail-reif, oder? Oh mein Gott. Können wir die Lichter nochmal anmachen hier? Es ist ein bisschen dunkel. Einschalten, dieses Zimmer. Das ist tolles Licht, ey. Super Licht auch. Er hat gar keinen Bock auf die Situation. Total genervt, ey. Naja. Okay, gut, vielleicht ist das so Thumbnail, mal gucken. Wobei, das sieht auch gut aus hier, wenn man ein bisschen näher dran ist, ne? Aber das ist halt alles im Weg, naja. Gut, er sagt jetzt erstmal nichts und die Muttis reden jetzt miteinander, als wären die Kinder gar nicht am Tisch, ne? Ist ja klar, weil die Kinder haben jetzt erstmal kurz nichts zu melden. Und ja, also sind, wie alt waren sie denn, als sie Mutter geworden sind? So um die 19? 19! Ach du grüne Neune. Und dann direkt Zwillinge, das war vielleicht eine Herausforderung. Aber wenigstens waren sie zu zweit, nehme ich an. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich relativ früh von meinem Freund getrennt. Freund? Ach, also sie waren dann nicht verheiratet? Nein. Ah, okay. Mhm. Okay, gut. Naja, die Kinder sollten heiraten, nicht wahr? Was? Ja, die Kinder sollten heiraten. Also, naja, ich meine... Naja, außer das Kind ist natürlich nicht von Raoul. Was? Natürlich ist das Kind von Raoul. Ja, ich habe auch schon gesagt, vielleicht ist das Kind ja gar nicht von Raoul. Gell? Habe ich auch gesagt. Mom, das Kind ist von mir. Nein, aber sind wir uns einig, dass es nochmal geklärt werden muss? Auf jeden Fall muss das geklärt werden. Mom, jetzt hör doch mal auf. Du stellst mich ja gerade hin als... Bitte sei... Ayumi jetzt... Ella jetzt bitte lass die Mama mal reden hier. Also mein Gott. Naja, also... ich bin auch dafür, dass wir erstmal... Also heiraten... Also ich halte ja generell gar nichts vom Heiraten. Bitte was? Warum? Naja, ich meine, ich habe meine Kinder ohne Ehe großgezogen und die Männer sind nie geblieben. Naja, vielleicht war das Problem. Was? Dass ich nicht geheiratet habe? Ja, natürlich. Ehe ist für die Zukunft bestimmt. Wenn man eine Ehe hat, dann ist das Leben doch ganz anders. Man geht mit Problemen anders um. Man schaut immer, dass man eine Lösung findet, wenn man erstmal verheiratet ist. Naja, ich habe gehört, sie haben sich scheiden lassen. Also, naja, also bei mir war das was ganz anderes. Also bei mir, also das ist ja wirklich, das war was überhaupt was anderes. Naja, okay. Also wir müssen jetzt auch gar nicht über unser Leben reden, sondern vielleicht eher über das Leben unserer Kinder. Und also von mir aus können wir gerne also das mit dem mit dem Vaterschaftstest klären. Mann, das ist immer noch mein Körper. Ja, das sehe ich auch so. Wir sollten einen Vaterschaftstest machen. Das finde ich die einzig richtige Entscheidung. Ich meine, am Ende müssen wir für das Kind sorgen. Und ich möchte schon wissen, zu welchem Blut dieses Kind gehört. Ja, das sehe ich auch so. Ganz eindeutig sehe ich auch so. Also ist das jetzt echt euer Ernst? Ja, das ist unser Ernst. Wir sind uns einig, oder? Ja, wir sind uns einig. Gut. Gut. Okay. Gut, die Mütter sind einfach komplett untersetzlich. Gegensätzlich, aber da sind sie sich natürlich sehr einig. Finde ich spannend. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass das geklärt wird, von wem dieses Baby ist und dass dann erst entschieden wird zu heiraten.
Aber generell bin ich schon dafür, dass die beiden dann eine Ehe eingehen, weil da muss auch ganz viel versicherungstechnisch geklärt werden. Und naja, ich meine, ich möchte mich ja jetzt nicht in den Vordergrund drängen, weil es betrifft uns ja beide natürlich. Ayumi? Ja, genau, Ayumi. Wir duzen uns, nicht wahr? Ja, okay. Genau, das betrifft uns ja beide. Und aber ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich bin immerhin die Oberbürgermeisterin von Hanford. Ich habe also einen Ruf zu verlieren. Ja, ich verstehe. Okay. Gut. Mir ist es eigentlich egal. Was denkt ihr, Kinder? Also, keine Ahnung, ob ich jetzt heiraten will. Ich wollte erstmal auf mein Leben klarkommen und dieses Kind gebären. Es wird ja erstmal eine Herausforderung sein. Ja, Mom, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass es dir wichtig ist. Also, Ella, wir sollten das vielleicht wirklich tun. Raoul? Nein, wirklich, wir sollten also darüber reden, weil meine Mom hat schon recht. Ich meine, die rechtlichen und die gesetzlichen und die gesundheitlichen Vorteile, wenn wir verheiratet sind, sind schon gegeben. Oh mein Gott, okay. Also, Mom, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, dann komm mal mit in die Küche, Schatz. Gut, wir gehen mal ganz kurz mit der Mama in die Küche, weil wir müssen kurz talken. Naomi, Hallöchen. Seine Mama hat immer recht, immer. Mom, du kannst nicht von mir verlangen, dass ich ihn heirate. Ich kenne ihn fast gar nicht. Naja, Schatz, das hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Willst du mich jetzt ernsthaft dafür bestrafen, dass ich... Mann, Mom, das ist doch keine Erziehungsmethode. Naja, aber ich meine, das ist schon wichtig, dass du versorgt bist, Schatz. Mir geht's da nicht darum, dass du... Keine Ahnung, mir ist der Ruf von der Alten komplett egal. Mom, nein, ist so, die ist ja total abgedreht. Gell, Mom, ich sag's doch, sie ist total komisch. Ja, sie ist echt strange, ey, wie aus so einem Horror-Vorstadt. Ach, ist doch egal, auf jeden Fall. Von mir ist ihr Ruf komplett egal. Am liebsten würde ich sagen, dass ihr nicht heiratet, nur damit ihr Ruf flöten geht, weil das wäre schon witzig zu sehen. Aber nein, ich meine, er muss für dich sorgen, Schatz. Und für mich ist es wichtig, dass du versorgt bist. Ich meine, schau dir mein Leben an. Ich musste immer... Was habe ich alles geklaut, um auf unser Leben klarzukommen, damit ich uns dieses Leben leisten konnte? Es war immer hart für mich und ich will, dass du versichert bist. Ich will, dass du versorgt bist. Und Raoul kann es dir bieten. Ich meine, er ist der Sohn der Bürgermeisterin. Er wird sicherlich einiges an Geld mitbringen in das Leben. Mom, ich weiß nicht. Doch, Schatz, das ist die richtige Entscheidung. Mach dir einen Vaterschaftstest. Ich finde es so dreist, dass du damit eingestiegen bist. Naja, ich meine, ich will schon auch sicher sein, dass er der Vater ist. Ja, und was wäre denn jetzt, wenn er nicht der Vater wäre? Dann hätte ich keine Absicherung. Ja, das stimmt, aber du hast gesagt, dass er der Einzige ist und ich glaub dir. Ja, ja, ist der Einzige gewesen. Na also, dann stell die Mutti zufrieden da drüben und dann könnt ihr machen, was ihr wollt und heirate halt. Mein Gott, Scheidungen sind mittlerweile easy und vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen Geld. Mom! Naja, doch. Und du liebst ihn doch auch, oder? Ja, schon, doch, natürlich liebe ich ihn. Babyface, guter Einspieler. Natürlich liebe ich ihn irgendwie. Doch, es ist halt so frisch und so früh. Ich meine, er ist heiß. Ja, er ist wirklich heiß. Gell? Naja, auf jeden Fall, ich finde ihn ja schon attraktiv und so, aber er ist auch so naiv und er ist so ein Mutti-Kind. Das ist ja voll anstrengend. Ich glaube, er würde alles machen, was seine Mom sagt. Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, deswegen kann er ja trotzdem guter Dad sein. Und finanzielle Absicherung ist auch nicht schlecht. Und Liebe wächst auch oftmals. Und wie gesagt, wenn es doch nicht klappt, dann lässt du dich halt scheiden, lässt dir eine Abfindung geben und gut ist. Ach, Mom. Ja, ist doch so. Na gut. Und weißt du, irgendwie, ich habe jetzt so ein paar Tritte gespürt. Echt, du spürst schon das Baby? Ja. Oh krass, wie fühlt sich's an für dich? Ich muss sagen, irgendwie toll. Ach Schatz, wie cool. Ich meine, ich bin immer noch nicht so glücklich über die Situation. Lieber hätte ich mir das Kind in einer gefestigten Situation gewünscht. Weißt du, wenn ich meinen Job erfolgreich habe, die Schule abgeschlossen habe und so weiter. Aber irgendwie freue ich mich so drauf. Jetzt so innerlich, weißt du? Also ich habe Angst und... Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, aber innerlich, ich habe irgendwie eine Freude in mir. Ach, Schatz, das kommt da ganz nach mir. Ich wollte ja auch immer unbedingt Mom werden. Und ich bin sicher, dass du irgendwann eine richtig große Rasselbande hast. Meinst du? Ja! Deswegen freut sie sich natürlich jetzt wirklich nicht über das Kind, das sehen wir ja hier. Aber sobald sie das erste Kind geboren hat, werden wir auch das Merkmal rausnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ella ein zweites Kind haben will, um eben dem Kind ein Geschwisterchen zu schenken und so weiter und so weiter. Und so wird sie halt immer mehr Kinder kriegen. Es wird sich immer erklären lassen. Ja. Genau. Das wird, glaube ich, cool, ne? Und Naomi, habe ich jetzt schon Hallo gesagt? Und Lieschen, Hallöchen. Ja. Nachher macht sich die Mutti noch an den Mann ihrer Tochter ran. Oh, Leute. Nein.
Wer ist die Mutti von den beiden? Also das hier ist die Mom, Ayumi. Sie ist auch noch sehr jung, weil sie hat Ella im Teenageralter bekommen, Katerinchen. Willkommen zurück. Und das war sehr spannend, ne? Hast schon Hallo gesagt. Ach Mann, gut. Und Fini, Hallöchen. Ja, das wird cool, Leute. Ich will jetzt endlich ein Baby haben. Gut, also das Abendessen wird jetzt hier noch ein bisschen vonstatten gehen. Ich habe jetzt relativ viel dialogisiert. Jetzt werden wir wieder ein bisschen Luft brauchen. Also Ayumi ist schon eine sehr coole Mom, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Was war denn das für ein Gebimmel? Oh, Raya spielt hier. Süß. Mhm. Ach, die sitzen hier immer noch. Dann machen wir doch noch kurz einen Dialog. Schatz, ich bin wirklich nicht so zufrieden mit der Situation. Diese Frau, die ist ja ganz anders als wir. Meinst du jetzt die Mom von Ella? Ja, sie ist so anders, sie ist so, oh, sie ist so gewöhnlich. Mom? Nein, sie ist zu gewöhnlich. Das ist ja furchtbar. Und hast du gehört? Sie hat 3 Kinder von 2 Männern. Schatz, das ist ja furchtbar. Und Emilio sitzt ja im Raum, ne, und spitzt die Ohren. Das ist ja wirklich, das ist ja schon, bei uns auf dem Land würden wir sagen, Flittchen. Mom, nein, weißt du, was die Leute denken würden, wenn du das machen würdest? Raoul, du wirst dieses Mädchen heiraten, wenn das dein Kind ist. Hast du gehört? Ja, okay, Mom. Das machst du. Okay, Mom. Ja, klar mache ich das. Wenn dir das so wichtig ist, ich verstehe das schon, Mom. Okay. Flittchen, Leute. Wow. Die ist wirklich, Lavina ist wirklich... Die sollte besser wieder nach Henford zurück, ich sag's euch. So, okay. Wir leben nämlich immerhin in 2032. Welt. Können wir noch was zu essen? Nö, wir quatschen noch ein bisschen. Meine Aggression, ey, glaube ich dir. Lavina mit Ehevertrag, oh, das könnte ich mir auch vorstellen. Oh, sogar die Nudeln schmecken gewöhnlich. Emilio, du bist jetzt der Bruder von Ella, nicht wahr? Ja. Ihr seht euch auch ähnlich, ne? Ihr beiden, ihr seht euch schon ähnlich auch, ja. Und sonst geht's dir gut. Emilio, was macht die Schule? Du bist ja noch jung wie deine Schwester. Ihr seid alle noch so jung. Ihr seid so jung noch und dann, naja. Ja, läuft gut. Okay. Mhm. Gut. Betretendes Schweigen. Das ist 32, ja, ups. Ah. Die Gesichter sprechen echt Bände. Echt so, oder? Anurana, ich bin so lustig, ey. Wie die immer mitmachen. Ja, ich weiß, welche. Ich kenne die Begriffe auch, Lena. Da gibt es ein paar für. So, alle fühlen sich unwohl. Gut. Jetzt müssen wir natürlich Ella im Blick behalten. 16 Stunden im dritten Trimester. Ich würde sagen, wir werden im dritten Trimester heiraten. So. Nehmen wir jetzt erstmal die Leute wieder aus der Geschichte hier raus. Ah, das ist echt cool mit dem Sims-Steuern, ne? Die Schwangerschaft habe ich verkündet. Ja, alle wissen Bescheid. Ach, Ella hat es noch nicht verkündet. Oh, das können wir noch machen. Das ist eine gute Idee. Jetzt hockt die sich da auf den Boden. Vaterschaftstest werden wir jetzt machen, ja. Ach, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte Ayumi aus der Connection rausnehmen. Oh Gott, Dante. Ich wollte euch die Zeit noch nicht so stehlen. Also es ist natürlich 2023, nicht 2032. Keine Sorge. So, ungewollte Schwangerschaft verkünden nochmal. Damit sie es offiziell auch weiß. Sie heult einfach! Ja! Ein ungewünschtes Kind unterwegs. Perfekt. Es macht Lavina Sorgen, davon zu hören. Super! Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich habe es auch echt vermisst jetzt die Woche, muss ich zugeben. Ich habe es echt vermisst. Schön. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Wir beenden jetzt das Event. Das reicht dann auch wieder an der Stelle. Nicht nur ungewünscht, sondern da stand nicht nur ungewünscht, da stand unerwünscht. Ja, es ist einfach... Naja, wir werden es lieben. Babyface, danke. Gute Idee. Gute Idee, das nochmal zu schreiben. Ist das spannend, ey.
So. Okay, da sind wieder komische Menschen in unserem Apartment. Ist André einfach happy, wenn Sims weinen? Absolut. Raoul, komm jetzt hierher. Hey Raoul, du schon wieder? Ich bin hier wegen, dem Test. Welchem Test? Na, dem Schwangerschaftstest. Oh, stimmt ja. Dem Vater... Oh, wieso sage ich immer Schwangerschaftstest? Dem Vaterschaftstest. Oh, ich kann übrigens wieder nicht Pause drücken, kann das sein? Last Exception incoming in 3, 2, 1. Bading! So, wir werden jetzt einen Vaterschaftstest machen. Bitten Sie um Heirat, weil Sie ein gemeinsames Kind haben. Ich glaube, wenn ich das drücke, laufen die beiden einfach los und heiraten. Ich möchte aber trotzdem zum Standesamt gehen. Deswegen, oder? Wir gehen zum Standesamt, stellen uns davor, machen ein schönes Bild und dann drücke ich die Option, ja? Erzähle Raoul die Wahrheit. Okay, ich glaube, ich muss es über Raoul machen, ne? Was genau ist eine Last Exception? Das ist eine Fehlermeldung, wenn irgendwas mit dem Spiel nicht funktioniert. Das kann zum Beispiel kommen, wenn eine Mod veraltet oder fehlerhaft ist und dann eine Aktion ausgeführt werden soll, die aber nicht geupdatet ist, dann kann es zu unserem Last Exception kommen. Aber es scheint hier ein Problem mit dem Apartment zu geben. Und die Last Exception kommt durch die MC Command Center Mod. Also die zeigt mir diese Last Exception an. Ich glaube, wir müssen Raoul mal kurz in die Pipe nehmen hier, damit wir das von ihm aus machen können. Oh, ist das aufregend. Ich liebe die Challenge gerade. Und ich freue mich jetzt so sehr, wenn wir am Samstag wieder die anderen beiden Challenges spielen. Bitten Sie um einen Vaterschaftstest. Ja, ich weiß es ja nicht, Carrie. Kann ja an allem liegen, aber... ich glaube, dass es bei mir tatsächlich am Apartment liegt. So, die beiden gehen jetzt offiziell zum Vaterschaftstest. Das Medina-Studio kann sein. Ich guck mal. Nee, Cool Pepper. Raoul ist nicht der Vater, dann kann ich nicht mehr. Ey, das wäre zu krass, wenn er jetzt nicht der Vater wäre. So, sie sind wieder da. Sehr angespannt, Tragödie. Raoul hoffte so sehr, dass dieses... Oh mein Gott, dass dieses Kind nicht wahr, nicht seins ist. Nur um der Wahrheit ins Gesicht zu schlagen. Es ist so geil. Es ist so geil. Er ist komplett am Ausrasten. Oh, 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 oh. Oh, love it, ey. I love it, Leute. Er ist komplett am Ausrasten. Okay. Ich würde es jetzt so machen. Wir sind in 12 Stunden im dritten Trimester. Nee, das passt. Das passt. Wir haben jetzt nicht so viel Kohle. Wir haben aber noch ein Mühchen Zeit. Ich lasse Ella jetzt mal Schnee... Wir lassen sie gecheatete Schneekugeln suchen, okay? Wir brauchen jetzt das Geld, Leute. Ich weiß, ich sage immer, ich mache es nicht, aber wir brauchen jetzt das Geld. Sehr sympathisch, ja. Und Lia, willkommen zurück. Und Lucy, hallöchen. Gut, jetzt nimmt sie das Poster. Damit wir wenigstens ein bisschen Kohle kriegen. You know, Leute, you know. Weil viel wird es ja nicht sein, aber ein bisschen wenigstens. Oh! What? Mama! Schreibst du mir da für eine Message? Die Mama, Leute! Ey!
Das hätte auch eine Nachricht von ihrer Oma sein können, die wir nicht kennen, weil, ne, wir haben ja keine Eltern sozusagen. Wie krass ist das denn? Also, wir haben es Mami ja schon erzählt und wir hatten ja schon den Dialog gehört, deswegen werden wir die Nachricht jetzt ignorieren, aber so ähnlich muss der Dialog gewesen sein, als sie in der Küche gesagt hatte, dass sie schwanger ist, ne? Sie ist beleidigt, dass er der Papa ist. Ja, ich glaube, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, dass Ayumi schon happier ist, dass Raoul der Vater ist, damit das Kind versorgt wird, ne? Aber ja, voll witzig, dass das Spiel sowas generiert, oder? Ich habe gehört, du bist schwanger, schämst du dich nicht in deinem Alter? Die Sorgen, die du deinen Eltern damit machst, du bist zu verantwortungslos, um ein Elternteil zu sein. Ist das crazy, die Message, ey. Einfach voll auf die Nase gehauen damit. Übel, übel. Naja. Wir müssen auch noch einen Kredit zurückzahlen. Was ist denn das? Hast du jetzt das Feuerwerk her? Ach, war in der Kiste wahrscheinlich, ne? Hast du jetzt alles? Hey. Das kenne ich ja gar nicht. Gut. Ja, jetzt muss ich schnell ins Bettchen, ne? Ab nach Hause. Nee, nicht auf der Couch schlafen. Gehst du bitte nach Hause in dein Bettchen, mein Girl? Ich habe dir nicht umsonst so ein schönes Schlafzimmer gegeben hier. Raoul ist gegangen? Oh, Kaderott, ich habe vorhin gelesen, dass du eine Bindehautentzündung hast. Ich weiß nicht, die Nachricht ging dann irgendwie unter. Ich habe es gelesen gehabt, ich habe es noch nicht kommentieren können, weil die dann weg war, die Nachricht. Dann habe ich es vergessen. Gute Besserung, Kaderotte. Das ist leider oft so, ne, dass sich's vom einen Auge ins nächste reinzieht, ey. Pass schön auf. Auf dich. Witzig, dass es hier rüber geht. Ja, ich freue mich auch voll, Mini, wieder hier zu sein. Hab brav gewartet mit dem Teilen, bis du back bist. Auch schön, das haben heute so viele gemacht. Wir hatten ein Hype-Train Level 6 mit den ganzen Resubs. Nur Resubs, Hype-Train Level 6. Es war eine Mods-Gaudi, ey. Also das war insane, das hatte ich noch nie so viele Resubs auf einmal. Ich dachte schon, ich war Monate weg. Heute war Katastrophe. Oh no. Antwortet ihr später auch noch? Okay, ja, ich habe dich nämlich gefragt. Dann kannst du mir gleich schreiben, wie es war. Oh, das tut mir leid zu hören. Sie muss noch 4 Kinder mit ihm bekommen, mit der Schwiegermutter. Jupp. Aber wir machen einfach das Beste draus, habe ich mir gedacht. Emilio geht was snacken mitten in der Nacht. Eine Mods-Gaudi. Hm. Er kann seiner Schwester jetzt eigentlich mal Frühstück machen, ne? Die ist ja hochpregnant, ey. Kochst du bitte deiner Schwester mal was? Rührei mit Speck, da hat Ella jetzt bestimmt richtig Bock drauf. Gesundheit, dankeschön. Gefühlt warst du auch Monate weg, dabei habe ich euch so viel Content dagelassen. Ich habe extra geguckt, dass jedes Video ganz normal kommt, damit ihr auf YouTube wenigstens schauen könnt, ihr Lieben. Also nochmal ganz kurz, ich bin im September vom 6. bis zum 13. nochmal weg. Das ist von Mittwoch bis Mittwoch. Und dann bin ich aber komplett da. Das war für mich gerade so ungewohnt, weil ich selbst die Zeit genutzt hatte und kaum auf Twitch war. Ach krass, Mini! Ja, aber voll schön, oder? Dass du jetzt wieder hier bei mir bist. Da freue ich mich. Hast schon gefehlt, war langweilig. Ach, Leute. Ich habe mir deine Videos angeschaut und andere Creator, die Sims 4 spielen. Aber keine war wie du und keine Community war wie diese. Och Mann, Jana. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Will nur nicht zum Arzt. Ja, das glaube ich dir, Katarotte. Aber ich glaube, ich würde dir empfehlen, zum Arzt zu gehen. Ich hatte ja auch vor einer Weile eine Bindehautentzündung und ich bin auch nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte, ja, Easy Street schaffe ich schon. Und es wurde richtig schlimm. Also es wurde so schlimm, dass ich ja gar nicht mehr gucken konnte ins Licht oder so. Also ich würde dir wirklich ans Herz legen, zum Arzt zu gehen. Die verschreiben dir dann Tröpfchen und dann geht es ganz schnell wieder weg. Oh mein Gott, Lena. Das ist ja übel, das habe ich noch nie gehört, sowas. Autschinger. Ey, Emilio, hast du Frühstück gemacht? Ja, für dich und deinen dicken Bauch. Ey, naja, ist schon ein bisschen groß geworden. Ja, weißt du, ich habe das Baby gespürt. Echt? Du spürst es da drin? Ey, cool. Ja, geht so. Was wird's eigentlich? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Wieso weißt du das nicht? Naja, ich habe halt noch nicht richtig nachgeschaut. Also der Arzt hat gemeint, man sieht es nicht. Aha. Ja, aber müssen wir dann hier die Wohnung umbauen? Ich meine, wir brauchen ja dann schon Platz für ein Baby, oder? Ja, schon irgendwie, aber also keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Weil wenn, also irgendwie muss ja dann auch, es muss ja auch Raoul hier einziehen. Oh, echt jetzt?
Oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Naja, was soll ich denn machen? Der muss ja schon auch sich mit mir kümmern. Ich kann es alleine nicht. Ja, aber ich meine, ich finde es voll cool, mit dir zusammenzuarbeiten, so, aber zusammenzuleben. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür immer Bock drauf habe, wenn da jetzt auch noch ein Baby dabei ist. Emilio, aber ich will nicht, dass du ausziehst. Ich brauche dich an meiner Seite. Ach, Ella, aber naja, ich habe doch auch vielleicht bald eine Freundin. Ich meine, du hast doch schon eine Freundin. Ja, und vielleicht wird es ja auch bei uns ernster. Oh Mann, das heißt, mit Amber läuft gut. Mit Amber läuft super. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit ihm alleine hier leben will. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Wenigstens so die erste Zeit. Ja, ich guck mir das Ganze mal mit euch an. Aber wenn er mir auf den Keks geht, dann ziehe ich aus. Ich sag's dir. Ja, ist ja in Ordnung. Aber es wäre halt schon echt schön, wenn du ein bisschen noch bleibst bei mir. Weil ich will halt, ich muss mich auch erstmal mit der Situation... Außerdem bist du der Onkel dann. Ja, das stimmt. Ich werde auch ein richtig cooler Onkel sein. Ja, natürlich wirst du ein cooler Onkel sein. Du wirst der beste Onkel sein. Ja, voll, oder? Ja, natürlich. Du bist auch für Raya ein cooler großer Bruder. Ist so. Ist so. Ne? Und Scuddy, hallöchen, wie geht's dir? Hab deine Streams voll vermisst. Umso schöner, dass du jetzt hier bist heute. An meinem ersten Stream nach dem Urlaub. Hallöchen. Haben ein paar Videos geschaut. Oh, schön, Panusch. Ja, genau, ist da. Sehe ich auch so. Ich finde Ärzte auch mal nervig zu besuchen, aber... Manchmal muss halt, ne? So. Drittes Trimester in 3 Stunden. Ich würde sagen... Emilio geht zur Schule und Ella nicht. Ella lässt die Schule jetzt auch ein bisschen schleifen, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, dass ich mit Ella... Oh Gott, die arme Maus. Ella, ihrer Mom und ihrer Schwiegermutter ein Hochzeitskleid kaufen gehen. Wir haben einfach keine Freunde, ne? Das ist ein bisschen sad. Können wir uns vielleicht mit Daphne anfreunden? Kannst du mal Daphne anrufen, mit ihr plaudern? Oder Bethann? Bethann. Oh, schöne Namen. Ah, deine Tante ist Ärztin. Oh, das finde ich ganz schlimm, Carrie, wenn die sich nicht melden, gell? Wenn du das nicht mitbekommst, dass der Hausarzt sich wechselt oder umzieht. Das war bei meiner Frauenärztin damals so. Ich hatte einen Frauenarzt und auf einmal war das eine Frauenärztin und der Arzt war weg für immer. Ich wusste bis heute nicht, wo der hin ist. Ich meine, ist okay, weil sie ist klasse. Also ich bin gerne bei ihr, aber das wusste ich dann halt auch nicht, ne? Scheibenkleister, die uns jetzt in Rechnung gebracht. Gut, hat sie nicht. Kann ich sie irgendwie chatten lassen mit Daphne? Ich fände es cool, wenn wir Friends wären. Habe ich Kaderott und ich habe dir gesagt, dass du bitte zum Arzt gehen sollst. Ich hatte ja auch eine Bindehautentzündung und ich bin nicht zum Arzt gegangen. Bei mir wurde es immer schlimmer. Ich weiß, dass du es nervig findest und ich verstehe das auch voll, aber geh bitte zum Arzt. Ist wichtig. Weil gerade so eine Bindehautentzündung kann halt nur noch schlimmer werden. Deswegen mach das mal lieber. Dann kriegst du easy Tröpfchen und dann ist es schnell wieder weg. Das glaube ich dir, Janina, klar. Oh, Palier spielen wir morgen auch. Ja, cool. Also ich habe schon gesagt, dass wir es antesten, aber so wie ihr von dem Spiel schwärmt, kann ich mir vorstellen, dass es wieder so ein Suchtspiel wird und dass ich da wieder nett von loskomme, ne? Oh, perfekt. Guck mal, ihre Freundschaft ist jetzt hochgegangen. Kenne deine Stipendien, ja, ja. Und das Gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit der anderen Lady, damit sie jetzt ein paar Freundinnen hat. Wenigstens 2, die vielleicht mit ihr Brautkleid shoppen gehen können. Das fände ich halt schön. Ich kann auch nicht mehr aufhören. Spiele jetzt auch nebenbei. Oh Mann, Leute. Ich hab doch Coral Island noch nicht mal durchgesuchtet. Ich lade mir das später erstmal runter. Und Sarah, hallöchen. Nö, du bist nicht zu spät. Ich bin ja noch da. Ich freue mich so auf Palia. Wenn ich daheim bin, wird das gleich runtergeladen. Oh Mann. Leute. Bin sehr gespannt.
Ja, das verstehe ich, Katarotte, aber selbst wenn du die Sprache nicht so gut beherrschst in dem Moment, siehst du ja, also man sieht ja, dass du eine Bindehautentzündung hast. Ich glaube, dass der Arzt es relativ schnell sehen und diagnostizieren kann. Dafür sind die ja da und es ist dem Arzt dann auch egal, ob du krank bist, also ne, was du, ob du jetzt Deutsch sprichst oder eine andere Sprache. Neues Spielzucker, warte, das wir morgen früh anspielen werden. Ja, okay, jetzt hat sie wenigstens zwei Freundinnen. Ich habe schon bei Ace gespickt. Ja, ich habe gesehen, dass ihr, dass die Ace das gezeigt hatte. Nee, ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen Bock mit dir Fleur. Fleur geht jetzt nicht. Wir müssen jetzt Brautkleid kaufen gehen. Wie schwanger ist Ella schon? Ella ist schon drittes Trimester schwanger. Lavi. Hast du denn deinen Laptop mitgenommen, Vanessa, eigentlich? Das ist jetzt natürlich nicht Ace Einkaufslocation, ne? Aber okay. Okay, wir müssen dann trotzdem jetzt mal hier hin. Wir nehmen Beth Ann und Daphne mit. Und unsere Schwiegermutter. Habe ich richtig Bock, ey. Laptop ist dabei, Farm Together läuft. Oh, cool. Ey, ich habe auch richtig viel gespielt, Vanessa. Ich habe immer morgens gespielt. Also ich habe immer gespielt, wer der irgendwie mal nicht gespielt hat. Dann habe ich kurz gespielt, meine Felder gepflügt, meine Tiere versorgt, ein bisschen was umgebaut und dann habe ich wieder ausgemacht. Immer so eine halbe Stunde ungefähr. Aber ich bin so gut vorangekommen. Mein Hof ist richtig krass, wir müssen uns bald wieder besuchen. Hast du dann auch Kopfhörer mitgenommen, so Discord-mäßig, oder bist du komplett out of Discord? Ja, das verstehe ich, Toni. Das verstehe ich. Das ist dann natürlich schwierig, ne? Besonders, wenn das Kind noch so aktiv wird dann und alles anklatscht und überall drauf hämmert. Das ist schwierig. Hey, Beth Ann und Daphne, cool, dass ihr Zeit gefunden habt. Ja, hi, voll cool. Ich bin so aufgeregt, dass du heiratest. Mann, das ist so crazy. Ja, voll crazy. Also, Palia kommt für die Switch auch bald raus, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon raus ist, aber ich werde euch morgen mehr Infos geben. Ich bin da jetzt selbst noch nicht so informiert. Ich werde mich bis morgen mal informieren. Ja, macht es aber, Katarötchen, genau. Gibt es hier einen Brautmodenladen? Ich glaube, wir können den hier als Brautmodenladen nehmen, ne? Ja, perfekt. Guck mal. Super. Ah, warte mal, Ace, dann speichere ich mir das doch direkt ab, hä? Danke dir. Oh, Ace, wenn du gerade voll Bock hättest, könntest du noch ergänzen, wann das für die Switch rauskommt, damit wir das auch direkt in den Command mit reinschreiben? So, alle mal auf die Couch, bitte. Alle mal bitte auf die Couch. Gut, Leute. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Wir werden jetzt in den Cast gehen. Oh, wie schön, Nicole. Ich hoffe, er hat viel Spaß dort. Und Sarah, Hallöchen. Oh, das ist lieb, Ace. Vielen Dank dir. Hab alles dabei, ich muss nur das Haus verlassen, weil ich hier keinen Raum zum Reden habe abends. Ach, schade. Ja, bye. Okay, ja, schade. Aber WLAN hast du, oder was? Wie cool. So, Leute, wir werden jetzt ein Brautkleid für unser Girl machen. Es wird ja eine standesamtliche Hochzeit. Ich glaube, wir brauchen eine hochgesteckte Frisur. Oder so eine Frisur, die zurückgeht. Seht ihr diese Dreads? Nennt man die Dreads? Oh, ich bin immer unsicher, ne? Ja, voll, Sarah. Und ich muss auch sagen, dass es auch trotz des Regens einfach wundervoll war. Also es war nicht so, dass wir gedacht haben, oh, voll blöd, es regnet die ganze Zeit, sondern es war einfach, oh ja, es regnet, dann bleiben wir halt daheim und lesen ein Buch. War voll in Ordnung. Ein hochgeschlossenes Kleid, ja. Traditionell würde ich sagen, fände ich gut. Zu wild. Zu wild. Okay. Ja, die Frisuren sind halt schon sehr wild, ey. Da könnten wir aber einen Schleier mit integrieren, vielleicht.
schwierig. Die nennt man Braids. Ah, okay. Mhm. Ja, ich komme da immer durch und ich verwechsel die beiden immer. Dreads und Braids verwechsel ich. Machen wir uns mal wieder ein bisschen Musik an, während wir jetzt im Kass abhängen. Oh, ich find's so schwierig. Der Stream geht bis 19 Uhr heute. Ah, okay, Vanessa, okay. Oh nein, Nicole, der Arme. Ich hoffe, es ist ein schönes Erlebnis für ihn dann. Thank you, Ace. Mhm. Mhm. So, dann habe ich das nämlich gleich hier hinzugefügt. Say my name. Mhm. Haare sind schwierig. Wobei ich die gar nicht so... Ich finde die... Lass uns mal gucken, wie wir den Schleier machen können. Super, danke schön, Ace. Perfekt. Ich guck mal nach dem Schleier. Genau, ich würde schon... Wobei, Jenny, ich kann mir schon vorstellen, dass sie bei der ersten Hochzeit, die sie erleben wird, eben sehr... Das ist ein Familienerbstück. Eben sehr auf das achtet, was ihre Schwiegermutter ihr sagt. Und ganz wenig darauf, was sie machen würde. Ich glaube, wir brauchen für sie ein Kleid, das gar nicht zu ihr passt. Damit sie sich bei der zweiten Hochzeit ausleben kann, wisst ihr? Oder ein Krönchen. Oh, oh, macht es wie Sarah. Schön, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Festival. Genieß die Zeit und komm gesund und munter wieder. Wisst ihr, dass die zweite Hochzeit eher die wird, an der sie sich ausleben wird, aber die halt sehr traditionell jetzt ist und alles, damit die Schwiegermutter glücklich ist, das ist jetzt wichtig. Darum müssen wir uns hier kümmern. Um eine glückliche Schwiegermutter. Das ist, was zählt. Ich muss sagen, ich finde... Ich muss jetzt mal ihr Kleid ausziehen. Es irritiert mich total. Also, ich finde, dass der Schleier schön ist. Mir gefällt der schon ganz gut. Ich finde, es passt. Die muss natürlich ihren Piercing rausnehmen für die Hochzeit, ist klar. Das wird die Schmiegermama nicht wollen, dass unser Girl ein Piercing trägt. Oh, sie ist so ein hübscher Sim. Ja, Diademchen geht bei der Frisur nicht. Dann vielleicht doch eher bei der zweiten Hochzeit. Oder wisst ihr, was ich mir auch vorstellen könnte bei Ella? Dass sie sich halt immer irgendwie ihren Männern anpasst und dem Stil von den Männern. Also jetzt in dem Fall dem Stil der Schwiegermutter. Aber dass sie... halt immer mal wieder auch den Look ändert so ein bisschen. Ich liebe ja Umstylings, da fände ich es auch gar nicht so schlecht, wenn sie ab und zu mal ihren Look ein bisschen wandelt. Och, war das das, was wir hatten? Das war doch nicht das. Ah, hier. Ach komm, der passt doch gut. Eine Perücke. Ich glaube, bei den Haaren, die sie hat, ist es schwierig. Ich glaube, sie würde dann irgendwann, vielleicht, wie gesagt, zum nächsten Partner, Phil, ich weiß nicht, wie man das alles nennt. Das Aufmachen, die Haare, damit sie wieder normal auf sind, wisst ihr? Gut, aber jetzt, das geht ja nicht mal eben kurz, sowas aufzumachen. Ist ja ein Prozess. Und dann wird sie vielleicht auch kürzere Haare haben. Ja, genau, Nicole. Und beim letzten, den sie über alles liebt, wird sie dann richtig heiraten. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, sie ist so wunderschön. Ich liebe diese Frau so sehr, Leute.
Oh, Vanessa, hallöchen. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Guck mal, wie schön sie doch ist. Wollen wir mal darüber reden? Hallo, Leute. Can we talk about... Sachtes Make-up, bitte. Ist hier noch irgendwie ein Eyeliner drauf? Ella sieht auch super happy aus, ne? So vielleicht? Pia, hallöchen, wie geht's dir? Ich hab mich gut erholt, ja. Und schön, dass es dir gut geht, Vanessa. Genau, Braids sind geflochten und Dreads sind diese verfilzten getreten, ja. Genau. Willkommen zurück, Diana. Hast du eine liebe Hebamme gefunden? Hat am Wochenende Schützenfest, mein Vater ist König gewonnen. Oh, toll! Herzlichen Glückwunsch! Cool! Sie hat Haare. Ja, Gott sei Dank. So, lass uns mal gucken. Wir brauchen jetzt ein Draht. Es sieht aus wie ein Nachthemd, ne? Oh mein Gott. Bitte nicht. Aber das hat Lavina die ganze Zeit an, das Kleid. Das können wir jetzt nicht geben als Hochzeitskleid. Wäre natürlich klasse, wenn wir ein Kleid finden würden, das noch nicht so zeigt, dass sie pregnant ist. Weil, falls jemand die Presse rauskriegt, dass sie schwanger ist, wäre es vielleicht auch wieder schwierig für Lavinia, weißt du? Das, weil dann sieht man ja Heirat und sowas. Vielleicht kriegen wir das irgendwie... Oh mein Gott. Oh, ich habe leider gerade in dem Moment die Filter rausgenommen, Babyface. Anja, hallöchen. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. War ein sehr schöner Urlaub. Wir haben sehr viel nichts gemacht und haben uns gut erholt. Also ich glaube, dass die Mom eher was, wie gesagt, Schlichtes wollen würde, hochgesteckt. Vielleicht wirklich auch lang bis zu den Knöcheln, könnte ich mir vorstellen. Und Lara, hallöchen. Total nett und wir treffen uns einmal im Monat. Kann bei ihr auch den Geburtsvorbereitungskurs machen. Oh, wie klasse! Gerade hat sie die Herzchen abgehört. Total crazy. Schön. Oh, freut mich für dich. Das hört sich klasse an. Wie wäre es denn wirklich mit so einem Kleid, Leute? Relativ schlicht? Das finde ich schon sehr passend, muss ich sagen. Also ja, wir dürfen jetzt nicht darauf achten, was Ella steht und was ihr nicht steht. Es geht ja nicht anders. Wir brauchen jetzt ein Kleid, das der Schwiegermutter gefällt, okay? Und das vielleicht nicht sofort das Babybäuchle zeigt. Ja, total, Anja. Hat sehr viel gebracht. Genau, ich bin samstags auf der Gamescom. Am 26. Danke, Ace. Perfekt. Schlicht steht ihr trotzdem sehr gut. Ja, ich finde auch, dass es schön aussieht. Oder? Was sagt ihr, Leute? Daumen hoch? Passt? Oder passt nicht? Passt oder passt nicht? Passt oder passt nicht? Ich denke, passt, oder? Pass. Pass. Pass, okay. Ja, okay. Oha, aha, oho, aha. Doch, das gefällt mir. Gut. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei dem Kleid. Kriegt Raoul auch noch was? Nee, ne? Doch, seine Mutter zieht ihn bestimmt schick an. Die Mutter zieht ihn bestimmt schick an. Die will bestimmt, dass der maximal schick ist. Du-du-du,
Ach so, Raoul ist jetzt gar nicht hier mit am Start, ne? Ich bin nur samstags dort auf der Gamescom, genau. Hab deine Live-Stimme vermisst, Sandri. Schön, dass du wieder da bist und neue Energie gesammelt hast. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass ihr mich so herzlich zurück willkommen heißt. Das freut mich total. Also, fühle mich sehr gut aufgehoben bei euch immer. Warte mal, das ist Emilio. Wir wollen zu Raoul. Kurz zu Raoul, damit der auch noch ein schönes Outfit bekommt, ne? Wäre schon wichtig. Ich meine, er ist zwar eigentlich offiziell nicht dabei bei der Umkleidegeschichte hier, aber das macht ja nichts. Wäre irgendwie nice, wenn er etwas trägt, was untypisch ist, weil ich mir vorstellen könnte, aufgrund von Tradition, was Mama will, wegen Bürgermeister, dass er so eine Tracht bekommt. Oh Gott. Okay, let's have a look. Oh ja, vielleicht. Den hier. Also den Anzug könnte ich mir gut vorstellen. Richtig altmodisches eigentlich brauchen wir. Der hier ist auch irgendwie schick. Das ist ja Mamas Babyboy, ne? Oder den Anzug von seinem Vater. Scherz, Leute. Oh, das wäre doch schön mit Weste. Ja, Lena. So mit Weste vielleicht? Dann die Salonschleicher dazu? Muss er sich auch die Haare kämmen? So, so. Hat er die gleiche Frisur wie Ella? Abrasieren die Haare. Muss er leider die Haare abrasieren. Hör doch auf! Raoul, hör jetzt auf, so gut auszusehen, du! Schlimmer Finger, du! Hey Leute, der soll mal nicht so schön sein. Könnt ihr denen das mal sagen? Was ist mit dem, ey? Hoho! Maike, hallöchen, willkommen! Ich weiß nicht so genau mit den Haaren. Ich weiß nicht, ob wir ihm ordentlicher finden, wir es halt nicht, ne? Das könnten wir machen. So zurückgebunden bei dem einen Outfit. Ja, guck mal, Leute. Das ist doch gut. Schön zurück und weg. Ich glaube, alles andere ist zu wild einfach für ihn. Also, Raoul sieht einfach verdammt gut aus. Unverschämt auch, bisschen. Ein bisschen unverschämt, Raoul, finde ich dich. Geile Sau, ey. Was? Wir brauchen ein Anstecktüchlein für dich. Wo bist du, Anstecktüchlein? Anstecktüchlein, lass es dir schmecken, Sarah. Anstecktüchlein, wo finde ich sowas, Leute? Anu, hallöchen. Oh, Hamster Bernhard ist aber Glück, ey. Direkt beim ersten Lichtel-Michtel-Drillinge. Das ist gut für die Challenge. Bei Ketten? I don't know, no, 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 no. Accessories.
Ja, das ist... Lena wegen dem Snack-Stream, dann auch wegen den beiden Challenges, die wir am Wochenende spielen, ist lang geworden, ne? Voll. Haben meine Mods gleich wieder eingetragen. Ganz gut. Oh, der hat aber gar kein Jäckchen da, Leute. Gar kein... Das schwebt ja dann. Naja, wäre auch eigentlich egal, ne? Wow! Guck mal! Süß, Raoul! Süß! Oh mein Gott, wie krass! Oh, cool, Pia. Aber schön, dass du so ein tolles Erlebnis hattest. Das ist doch mega. Und für deinen Papa auch cool. Bekommt Ella einen passenden Strauß? Dadurch, dass wir nur kurz standesamtlich heiraten. Ich guck nochmal, ob ich einen Strauß hab. Mamas perfekter Vorzeigesohn. Absolut. Und Paulini, hallöchen. Ja, war sehr schön gewesen, mein Urlaub. Danke der Nachfrage. Ich habe mich sehr gut erholt und ich habe viel nichts gemacht. So war der Urlaub. Und Vivi, hallöchen sehr. Schön, dass du reinschaust. Wir gucken mal, ob wir noch einen Streusle haben. Ein Streuzle. Hola, Octavia, oder? Nancy, gut. Okay. Ella! Ella, 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 Buffangi. Hi, girl. Und Tisara, willkommen im Stream, hallöchen. Wir waren in Norwegen gewesen und haben einen Urlaub mit den Schwiegereltern gemacht. Das war sehr schön gewesen. So, lass uns mal gucken. Wo ist denn jetzt hier ein Streusle? Manchmal habe ich... Ach so, der kommt aber dann nur mit dem Postplayer, glaube ich. Müssen wir einen kaufen. Hä, meine ist jetzt trotz Pille schwanger? Ja, also, Entschuldigung, Fernandra. Schon mal davon gehört, dass die Pille nur zu 99,5% sicher ist oder so? Schon mal davon gehört, Sims ist da auch ein bisschen der Realität nah auch, ne? Cookiehead, willkommen zurück. Ich hoffe, es war gut. Erzähl. Voll gutes Umstyling bei Nancy. Kommt jetzt sicher vom Spielstand her. Ja, genau. 99,9. Ernsthaft? Naja, denn ein 0,9% ist halt ein bisschen gefährlich auch. So. Mit dem Schiff. Wir sind mit dem Auto hingefahren, mit dem Schiff, also der Fähre, über Nacht nochmal gefahren nach Bergen. Vom Bergen im Auto nochmal 2,5 Stunden zum Haus und dann waren wir dort mit den Eltern, wie gesagt. Und dann sind wir jetzt mit dem Flugzeug zurückgeflogen. Also Fähre, Auto, Flugzeug. Und die Eltern sind noch länger dort, die bleiben noch ein bisschen. Das war überhaupt nicht wie erwartet, aber super. Okay, das ist die Hauptsache, dass du dich gut gefühlt hast dabei. Ihr wart gefühlt 3 Tage unterwegs, das ist korrekt. Wir sind am Sonntagmorgen, am Samstagmorgen um 4 Uhr losgefahren und sind... am Sonntag um 16 Uhr am Haus angekommen. Also ewig unterwegs, ne? So ist es. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, dass wir aufhören, also dass wir den Stream jetzt beenden und erstmal speichern, damit wir hier nochmal weitermachen können. Ich finde es halt cool, dass wir jetzt die Hochzeit ausstehend haben. Die werden wir dann im nächsten Stream machen. Ich schätze einfach jetzt mal, dass wir den Stream spätestens nächste Woche Dienstag machen.
ja, nächste Woche Dienstag gehe ich mal von aus. Dann werden wir die Hochzeit feiern. Eine standesamtliche Hochzeit und dann wird das Baby auch kommen. Es hat jetzt leider vorher nicht mehr geklappt. Oh, wir haben schon Entbindung innen, Leute. Wir haben schon Entbindung innen. Das heißt, relativ bald wird das Baby kommen. Also wir werden heiraten im nächsten Part und dann wird das Baby auch schon geboren. Dann haben wir unser erstes Insane Baby Challenge Baby. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ich bin mal gespannt, wie Ella das Ganze mitmachen wird. Morgen ist also ich bin jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme, glaube ich, und erzähle euch dann, was weiter passiert. Also vielen Dank für alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Also schreibt ganz fleißig eure Ideen und Meinungen in die Kommentare, damit wir sie wieder lesen können. Auf Wiedersehen, meine Lieben, und tschüssli auf YouTube. Bye!